Die Haie sind natürlich vom Bauernhof aufgewachsen und die haben fasziniert. Das ist einfach, man zwar das hier passieren und nur der Mensch sein, der alles können. Aber wie genau als zum Beispiel eine Kuh, wenn sie Gräs frisst, wie sie genau alles aussucht. Du hast jetzt Helme aussortieren, wo es schmeckt oder nicht schmeckt. Seit der Kindheit her bin ich ein Bauer. Darauf bin ich immer Landwirt gewesen. Ich habe mir nie etwas anderes vorstellen können. Ja, bist du dran? Hallo. Gut. Ich glaube, dass jede Kuh seinen eigenen Charakter hat. Das merkt man auch. Also, es gibt da ganz temperamentvolle Kühe und solche Kühe, die einfach, ja, einfach viel ruhiger sind. Wir sind hier vom Forschers. Die Voralpe vom Wäldern. Das gehört eigentlich zu der Dreistufenbewirtschaftung dazu. Heimbetrieb, Forschers und Alpe. Und im Sommer wird hier einmal Heu gemacht für die Heumilch. Und der Herbst am Alpbetrieb, da die Kühe wieder eine Nachweide machen. Es ist dann auch ein Aufwand, wenn man sechsmal im Jahr neue ziehen muss. Heu bin ich mit den Kühen. Ganz zufrieden, sind gut benannt. Kann schon langsam zum Kälberen, Galbella. Wie viele Leute gehen in die Alpen hoch, durch die Alpwelt, weil sie eigentlich noch lebendig ist. Wenn der es mehr Bauern nicht mehr bewirtschaftet hätte, dann hätten wir das nicht mehr. Mit dem ersten Winter denke ich, hoffentlich haben wir genug Heu. Aber so wie es aussieht, haben wir ganz viel gemacht. Es ist ein ganz ertragsreiches Jahr gewesen. Also wenn man von der Grünfütterung aufs Heu geht, mögen sie ins Heu gehen. Und wenn man vom Heu am Frühling weggeht, dann mögen sie ins Gräs gehen. Mit der Heumilch kann man den Vorarlberger Bergkäse machen. Ja, die Kühe mögen es und gerne mehr Milch, weil mehr Nährstoffe drin sind. Ja, ich glaube, dass der Vorarlberger Konsument schon auf Vorarlberger Produkte steht. Und sehr auch sehr wert ist, dass sie da ich denke, mehr zahlen und so wirklich das haben, was in der Region produziert wird. Also wenn die Forschesser und die Alpen nicht mehr bewirtschaftest, dann würden die einfach verwasen, verbuschen. Wenn man das Produkt aus dem Ländle kauft, dann kauft man ein Stück Landschaft aus dem Ländle.